Was ist denn das hier? Warte mal, Mimi entschuldigt sich bei ApoRed. Leute, das müssen wir uns erst so, mal angucken. Ich glaube, das könnte jetzt natürlich spannend werden. Okay, mal schauen. Mann, das ist ja Wahnsinn, was hier gerade passiert. Der YouTuber Mimi hat sich nun... Junge, wie Herr Newstime auf einmal übel aufgeregt ist. Das ist ja Wahnsinn, was hier gerade passiert. Der YouTuber Mimi hat sich gerade eben extrem entschuldigt, Junge. In einem Kommentar bei ApoRed entschuldigt und darüber hinaus hat er ein YouTube-Video veröffentlicht, wo er angedeutet hat, dass er vielleicht nicht wirkliche Beweise hat, Fragezeichen. Zumindest wirkt das auf einen Teil der Zuschauer so. Wir gehen hier rein. Mimi hat Folgendes im Kommentar geschrieben. Es war unklug und falsch, das Belästigungsvideo in einem Videosinn nebenbei zu droppen, in Klammern gegenüber Silvi als auch ApoRed. Besonders, weil ich nicht gleichzeitig Beweise hervorgebracht habe. Rückgängig kann ich es nicht machen. Wie gesagt, rausgeschnitten ist es, beziehungsweise sobald der Editor fertig. So, und ApoRed selber hat sich auf Instagram in seinen Insta-Stories dazu geäußert. Er hat erstmal den Kommentar von Mimi eingeblendet und hier gehen wir mal direkt rein und gucken, was ApoRed dazu zu sagen hat. Also hier erstmal den Kommentar letzten Story-Post und jetzt ApoRed. Hat Mimi sich jetzt öffentlich entschuldigt bei so einem Video in der Kommentarfunktion. Katze. Klar, ne, er hat halt... Das zeigt, Mimi hat das einfach nur so getroppt. Aber das zeigt auch, er entschuldigt sich bei ApoRed für die sexuelle Belästigung. Die Frage ist noch, was ist eigentlich damals gewesen mit Silvi und Leon Mascher? Da würde ich mich mal noch interessieren. Aber okay, also es fällt das schon mal raus, weil da gibt es halt keine Beweise. Wenn jetzt Mimi keinen Beweis hat, hat niemand wahrscheinlich einen Beweis. Okay, schade. Sehr gesetzeswidrige Aktion gemacht, ne, und so hat er mich ja öffentlich als einen sexuellen Belästiger dargestellt, was er ohne Beweise auch einfach gemacht hat. Und am Ende des Tages gibt es auch einfach keine Beweise. Und das war natürlich sehr gesetzeswidrig, also ich hätte auch einfach mit meinem Anwalt, ich habe ihn noch heute angerufen, also ich hätte auch da easy vorgehen können. Ich wollte es auch gar nicht, ne? Ich habe Mimi wirklich 5-mal angeschrieben und meinte, lass es doch bitte klären. Gar keinen Bock auf so eine Gerichtsscheiße, obwohl ich 100%ig gewinnen werde, ne? Und ich habe auch über Unge gesagt, Mimi, lass talken, bla bla. Aber ich rechne ihm das jetzt hoch an, dass er sich erstmal da über die Kommentarfunktion sich dafür entschuldigt hat. Aber ich bin ehrlich und ich denke, ich erwarte auch, und ich denke, die meisten erwarten natürlich auch, dass ich auch in einem Video dafür entschuldigst, ne? Weil ich glaube, so einen Kommentar sehen auch nicht viele Leute, ne? Das muss man auch sagen. Aber wie gesagt, ich rechne Mimi das echt hoch an. Und ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sagt, ja, hey, wo sind die ganzen Leute, hä? Weil so viele Leute haben jetzt wirklich gesagt... Ja, Lachsi, wir gucken mal, wie es hier noch weitergeht. Es kann ja sein, dass er ein Video gemacht hat. Mimi, der sagt auch nicht sowas ohne Grund. Der hat doch locker... Das ist schon ziemlich gesetzeswidrig. Wenn keine Beweise vorliegen, ja, das jetzt einfach so beiläufig gesagt hat, ohne dass er 100% weiß, was da gewesen ist, dann ist es definitiv mehr als gesetzeswidrig. Dann ist es schon ziemlich hart. Vielleicht kommt da noch was. Irgendwie 8 Yu-Gi-Oh!-Karten in der Hinterhand und der wird sie alle rauszücken. Red, pass auf, der hat die 8 Beweise. Und wo ich gesagt habe, nein, er hat keine Beweise, weil ich ja nichts gemacht habe. Und ich kann das 100% sagen, dass sogar Mimi der größte Detektiv aller Zeiten nach mir, nach dem heutigen Video, ja, selbst er wird nichts finden, weil ich ja weiß, was ich gemacht habe, etc. Ne? Und ich bin nicht der Typ, der sagt, guck mal, ich habe recht und ihr habt Unrecht gehabt. Ne? Ich sag einfach, Digga, cool. Cool, dass er einfach jetzt dazu öffentlich steht. Das rechne ich ihn einfach sehr, 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 sehr hoch an. Wirklich. Also Mimi, an dich. Danke, aber wie gesagt, in Videoform, das wäre dieses Ehre hoch 3 halt, ne? Das Ding ist, viele Kollegen, mein Anwalt, die haben jetzt einfach... Bei Ehre hoch 3, das verlangt man dann auch einfach. Also ich verlange das von jemandem, Real Talk, wenn er so eine Anschuldigung trifft, ohne Belege. Einfach so. Dann verlange ich das, dass jemand ein Video dazu macht, ohne dass ich sage, Alter, das wäre Ehre hoch 3. Ehre hoch 3 wäre es gewesen, wenn er das gar nicht erst erwähnt, ja. Aber... Einfach gesagt, ganz ehrlich, die Carina und Mimi solltest du am besten anzeigen, weil wir halt, die haben am Ende des Tages irgendwie Rufmord probiert und was sie gemacht haben, war halt einfach nicht cool. Ja, das ist halt ein schwieriges Thema, ne? Also ich muss halt einfach gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Am Ende des Tages war ich einfach im Recht. Ich bin natürlich so lange unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen wird. Ich habe selber gesagt, wenn es Beweise geben sollte, und ich fordere da in dem Sinne sogar Mimi heraus, das habe ich nicht gesagt, um jetzt ein Battle gegen Mimi zu machen, sondern einfach aus Selbstüberzeugung, weil ich weiß, ich habe ja nichts gemacht. Ne? Ja, am Ende des Tages, es gibt halt auch einfach keine Beweise. Weißt du, ich meine, selbst wenn man mein heutiges Video sich reinzieht, da merkt man auch, wie unauthentisch auch Carina war, weißt du. Und ja, wie gesagt, Leute, hart auf hart, was soll ich noch zu der ganzen Sache sagen? Guck mal, ich bin ehrlich, ich habe auch einfach gar keinen Bock auf so einen Kindergarten. Ich muss dann einfach reflektieren, die Tage einfach mal abchecken und dann gebe ich euch Feedback. Ganz ehrlich, es wurde richtig krank gegen mich gehetzt.
Und ich bin gespannt, Karina. Ja, ne, Luzi, ist mir auch aufgefallen. Endlich jetzt einfach sagen kannst, komm, ganz ehrlich, ich habe damals vielleicht ein bisschen Scheiße erzählt. Letztens auch ein bisschen, komm, scheiß drauf, schon drüber. Oder, wie gesagt, ob du darauf beharrst, du hast keinen Fehler gemacht, du hast dich immer super verhalten und du siehst die Fehler nur bei meiner Community, bla bla, ne? Du kannst auch mal ein Video reinziehen, dann vielleicht siehst du dann ein bisschen was. Okay, also, folgendes. Ah, lol, das ist ein Hund. Oh nein, geil, wirklich. Das ist ja ein Hund. Ich dachte, das ist eine Katze, was der Newstamp da auf der Hand hat. Was ist das für ein kleiner Mini-Hund? Ja, ein Feini, ja, fein. Also, folgendes. Ein Feini ist das. So ein Feini, Digga. Ihr habt die Insta-Stories von ApoRed gesehen. Was halt auffällt, Mimi selber hat sich ja erstmal nur bei ApoRed entschuldigt, obwohl natürlich Mimi in seinem Video bei der Silvi-Sache vom Webvideopreis nicht nur den Namen ApoRed gedroppt hat, sondern auch den Namen Leon Mascher. Also das ist jetzt auch, das steht jetzt auch noch weiterhin im Raum, was es nun damit auf sich hat. Interessant ist, dass sich Leon im Gegensatz zu Apo bisher noch mit keiner Silbe dazu geäußert hat. Auch auf meiner. Wirklich so, mittlerweile verschwindet schon das Leon-Thema. Das ist erstmal aufgefallen, ihr denkt doch mittlerweile schon fast gar nicht mehr an Leon. Ihr denkt doch mittlerweile auch schon fast nur noch an ApoRed, oder? Ich finde, bei Leon, also so von seinem Verhalten her, wie gesagt, sind auch wieder bloß Mutmaßungen, keine Ahnung. Aber so wie der es sich manchmal gibt, könnte ich mir vorstellen, dass er auf jeden Fall ein teilweise echt kranker Typ ist. Ja, aber wie gesagt, das ist natürlich auch nur... eine Anfrage hat er nicht reagiert. Also Leon Mascher hält uns da noch komplett im Dunkeln. ApoRed selber möchte möglichst auch gegen Mimi auf eine juristische Auseinandersetzung verzichten. Und das möchte der irgendwie halt dann über eine öffentliche Entschuldigung geklärt wissen, was man in dem Fall, wenn dem wirklich so ist, da, oder so sei, dass Mimi vielleicht nachher gar keine Beweise hat. Wir sind ja auch von YouTube rüber auf Twitch, deswegen. Dann wäre das aus meiner Sicht angebracht, das auch öffentlich zu machen, in vollen Zügen, dass er halt da nichts in der Hand hat. So, also das deutet jedenfalls darauf hin. Sollte Mimi allerdings dennoch Beweise haben, dann wäre das natürlich umso interessanter, das vielleicht auch vor Gericht zum Beispiel zu bringen. Bei Beweisen wäre es wild. Dann so auszutragen. Aber aktuell sieht es so aus, Mimi hat sich entschuldigt bei ApoRed und auch bei Silvi. Und jetzt bleibt es abzuwarten, wie das weitergeht. Und was es nun mit Leon Mascher auf sich hat, weil die Leon Mascher-Story, die gehört zu der Silvi-Story. So, was genau ist jetzt nun mit Leon Mascher? Warum hat er sich bei Apo entschuldigt und nicht bei Leon? Das ist halt auch ganz interessant zu wissen. Vielleicht habt ihr schon einen Chat. Also ich denke, by the way, auch, dass bei Leon Mascher noch viel mehr dahinter steckt, als es bei ApoRed angeblich der Fall gewesen ist. Ich denke tatsächlich wirklich, also, was heißt hier? Also, wenn ApoRed das gemacht hat mit diesem Massieren und das ja schon sozusagen Belästigung ist, dann will ich nicht wissen, was Leon Mascher gemacht hat. Und wenn sogar ein Julian Bam in einem Kommentar schreibt, dass da noch viel mehr passiert ist, als das, was wir jetzt momentan nur hören, dann ist das auf jeden Fall schwierig.